Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Ich bin hier mit Bobby von 030 Barbecue. Ich grüße dich, mein Bester. Alfred, schön, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Heute im Blackbeards? Genau. Insider-Tipp Barbecue in Berlin, Blackbeards Barbecue Factory. Marzahn, ein bisschen weit draußen, hast du gesehen. Bist du gut hergekommen? Ja, also eigentlich schon, aber ich habe mich schon so gewundert, wo das Ding ist. Ich habe gesagt, das Insider ist versteckt, aber für mich eines der geilsten Barbecue-Läden eigentlich tatsächlich, kann ich jetzt schon mal vorweg spoilern. Sehr, sehr authentisch, eine geile Atmosphäre drin und super gutes Essen. Also lass dich überraschen. Da bin ich gespannt drauf. Ja? Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal probiert bei der Späti-Eröffnung von Sido, da haben die Catering gemacht. Genau, da waren die auch, Und da fand ich schon sehr stark. Aber ich bin gespannt. Aber wenn du mich hierher schleppst, dann... Lass dich überraschen. So ein bisschen mit Barbecue kenne ich mich ja aus. Ja. So, mache ich ja quasi beruflich mittlerweile. Und ja, ich kann sagen, wenn ich irgendwo essen gehen möchte, dann hier oder tatsächlich Chicago Williams. Ja, Chicago Williams haben wir schon gedreht. Navid, schöne Grüße. Aber hier noch nicht. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Deswegen. Wird schön. Wir gehen rein, checken den Laden ab. Auf geht's. Das ist geil, oder? Ja, ist geile Atmosphäre. Unbedingt herkommen, den Laden abchecken. Und ist, ist authentisch. Bobby noch nicht kennt, du bist Barbecue-Profi. Ja, Barbecue-Pro, ja, danke, vielen Dank für die Blumen. So, ja. Ich bin auch Barbecue-YouTuber, sage ich mal. Ich grille halt viel zu Hause, mache lecker zu essen, weil ich glaube, dass Essen einfach das Beste ist, um Leute zu verbinden. Auf jeden Fall. Essen ist Liebe und man sieht, ich esse auch relativ gerne. Vielleicht ein bisschen zu viel, ich werde mich mal an dein Fitnessprogramm halten mittlerweile. Okay. Da kann ich auch noch mal ordentlich mir eine Scheibe von abschneiden. Zum Beispiel auf Cola verzichten. Zum Beispiel. Ich mache einen Schritt. Ja, man muss in kleinen Schritten anfangen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Nee, aber Barbecue ist Essen, Grillen, Kochen ist meine Leidenschaft. So. Ja, nee, ich sag, wenn ich mal Videos von dir gucke, man kriegt richtig Appetit. Ja? Auf jeden Fall. Na, dann gerne weiter sagen. 030 Barbecue, Freunde. So. Und er hat mir was mitgebracht und das finde ich auch geil. Er hat sogar seine eigenen Gewürze. Wir haben schon ein paar eigene Gewürze auf dem Markt jetzt mittlerweile. Kleine Barbecue-Gewürzmischung. Zum Beispiel hier die Meestermische. Das ist so ein Allround-Barbecue-Rub. Für Rippchen zum Beispiel oder Pulled Pork, also für die Klassiker letztendlich. Dann haben wir Berliner Schnauze, Barbecue-Pfeffer. Dann haben wir Graf Koks. Darf man das sagen? Ja, ist Graf Koks. Ist ein Knoblauchsalz, Freunde. Aber mit Suchtgarantie. Definitiv. Also wir haben da viele schöne Sachen. Gerne mal bei der Speisbar vorbeischicken. Billige Eigenwerbung. Ja, verlinken wir in der Beschreibung. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Aber erstmal geht es ja hier heute ums Essen, glaube ich. Ja, das ist, gehört ja dazu. Wir sollten uns was aussuchen und dann, ich habe einen Hunger heute. So, du hast mich ganz schön warten lassen. Ich hab auch extra nicht viel gegessen, damit ich Hunger habe. Dann können wir heute reinhauen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn ich so gucke, die haben schon so geile Sachen. Und auf jeden Fall müssen wir ganz zum Ende, wenn wir noch ein bisschen Platz haben, den Cheesecake probieren. Ja, New York Cheesecake, Blackbeard Style, geile Nummer, wie in Amerika. Ich bin gespannt. Na, ich bin gespannt. Lass dich überraschen. Sehr gerne. Ich kenne Bobby eigentlich nur über Instagram. Ja, also wir folgen uns schon eine ganze Weile. Ich kenne Baba natürlich schon Ewigkeiten, so als Legende, 30er-Zone quasi, noch mit den Anfangszeiten. Ich bin ja ursprünglich Tempelhofer, also die 42er-Geschichte. Süd-Berliner. Südberliner. Da gab es, ich sag mal, in unseren Zeiten gab es da mal ein bisschen, also wir sind alle mal ein bisschen kollidiert miteinander. Das hat sich dann aber mit den Jahren schön gegeben und mittlerweile sind wir alle Freunde, das ist das Gute daran. Ja. Und nee, wir lernen uns heute tatsächlich zum ersten Mal persönlich kennen. Richtig. Aber es hat sich alles bestätigt, was ich vorher von dir gehört habe. Das freut mich. Stabiler Junge und super, super nett. Also wer dem nicht folgt, ist selber schuld. Also, wirklich. Ihm müsst ihr genauso folgen. Also, er macht es ja schon ein bisschen länger als ich und läuft ja auch schon sehr, sehr gut. Ja. Ist in Ordnung. So, also ich finde den Content wirklich geil. Ja, wir kommen zurecht. Wir kommen zurecht. So. Ja. Wir müssen alle viel arbeiten, so, und, aber es macht Spaß. Und wir haben beide jetzt den großen Vorteil, dass wir das machen können, was wir lieben. Auf jeden Fall. So, das ist das schon. Und du musst auf jeden Fall zu mir kommen zum Grillen. Sehr gerne. Da müssen wir einen Termin finden. Da sagst du mir, was ist denn deine Lieblingsspeise? Also ganz ehrlich, Wings und Würstchen. Also ich mag es schon einfach beim Grillen. Wings und Würstchen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also aber wir lassen uns da was Geiles einfallen und machen ein schönes Video am Grill. Sehr gerne, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Und hier haben wir den Marco, den Besitzer. Das ist der Chef. Der Chef. Grüß euch. Grüß dich, mein Bester. Alles gut? Alles super. Danke euch. Das ist quasi Blackbeards in Person. Ja. Ihr habt ja zwei Läden, ne? Genau. Der andere ist im Prenzlauer Berg, Pappelallee. Ja. Für die keinen Bock haben, in den Wald zu kommen. So ist das. Viel mehr Veranstaltungen, größere Gruppen, da ein bisschen kleiner in der City. Aber ich finde die Location wirklich Bombe. Danke. Also habt ihr euch gut ausgesucht. Dankeschön. Habt ihr das auch so, alles so selber alles hier ausgestattet? Alles selber. Wir waren eine leere Halle und alles sozusagen familienunternehmenmäßig mit Papa. Der ist Altbausanierer gewesen und alles selber gebaut und gemacht. Heftig, heftig. Von der Pike auf. So
So ist das. Genau. Hat sogar ein bisschen Historie. War das nicht mal ein Kuhstall oder sowas? Das war mal früher ein Magerviehhof, genau. Okay. Also back to the roots. Hier wurde mit Kühen gehandelt und zwischengelagert. Passt da wie die Faust aufs Auge. Was gibt's für einen besseren Platz für ein Barbecue-Restaurant? Auf jeden Fall. Also hier wirklich super authentisch. Die Kulisse ist geil, das Essen ist geil. Aber lass dich überzeugen, wir quatschen zu viel davon. Wir brauchen was zu essen. Marco. Ja, Mann. Wir sind klein. Mund vorsichtig gelabert. Ja. Jetzt gibt's was zu trinken. Ah ja, immerhin. Schön authentisch. So, also erstmal Cheers, wa? Cheers. Auf einen schönen Abend, ne? Auf jeden Fall. Aber sonst, hast du schon mal einen Cola Zero probiert? Ich bin kein großer Freund von dieser Zero-Nummer, weil mein Doktor hat mir mal erzählt, das ist immer diese vorgeheuchelte Zuckergeschichte, so dass dein Körper noch mehr verarscht damit eigentlich. Aber Zero geht. Also ich schmecke keinen Unterschied groß. Das ist schon mal das Gute daran. Ob das so gut ist, aber wie gesagt, wir machen es mit kleinen Schritten. Ne? Also erst verzichte ich auf die Cola und dann machen wir ein bisschen Sport zusammen und dann wird das auch schon alt laufen irgendwann. Aber wir sind ja auch schon im Alter angekommen, wo das alt nicht mehr so einfach ist. Ne? Und dann bist du direkt schon Sekt Plus Partner. Wäre doch eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Nee, sehr schön. Code BigBaba 10. Ich würde sagen, wir suchen uns was aus und dann probieren wir mal ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Aber Mac and Cheese muss auch sein, auf jeden Fall. Gibt's. Da bin ich auch ein Riesenfan von. Und jeder macht's anders. Jeder macht's anders. Das ist auch das Gute beim Barbecue. Ne? Es ist eine Linie, aber mit verschiedenen Nuancen immer. Da kann man sich gut mit unterscheiden. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so dieses Barbecue-Ding zu machen? Der erste Laden ist jetzt schon seit 7 Jahren offen und vor 8, 9 Jahren, ich komme eigentlich von einer Bar, bin Barmann und da war die Überlegung, sich selbstständig zu machen mit einer Bar und mit was schönen Kleinen noch dazu, als Aperitivo, so schöne Kleinigkeit. Und vor 8, 9 Jahren habe ich diese Barbecue-Meisterschaften im Fernsehen gesehen und es sah so nice aus und es hat mich so geflasht und ich mag geiles Fleisch, halt echtes Fleisch. Und von daher hat sich das dann immer mehr entwickelt, sodass wir dann mehr Restaurant als Bar wurden sozusagen. Aber das und ist ja auch mehr Bock auf das Barbecue hatten. Barbecue ist auch harte Arbeit. Ist harte Arbeit. Ist ja nicht nur einfach also Pfanne raus, genau. Und alles auf den Punkt immer zu bringen. Genau. Das ist nicht so einfach. Ne? Da mussten wir uns auch reinfuchsen, aber wie gesagt, mit jedem Schritt kommt man der Übung Sache macht den Meister. Und man kann sich immer weiterentwickeln. Ne? Geile Sache. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt könnte eigentlich nur noch das Essen kommen. Machen wir so. Okay. Essen. Oh, 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 oh. Wir sind im Heiligtum. Im Heiligtum und genau. Die Heiligen halt. Er praktisch eingerichtet, sagen wir mal so. Aber auch alles selber halt. Ne? Alles von der Pike auf. Okay. Wie gesagt, selber konstruiert und so angepasst, dass wir damit arbeiten können. Was ich noch gar nicht gesehen habe, war der große Smoker in Aktion. Läuft der noch gerade? Der läuft gerade, genau. Kann man da mal reinschielen? Geht das? Da können wir mal reinschielen. Weil von sowas träume ich ja noch zu Hause, ne? Also die mich kennen, die wissen ja, wir haben auch Smoker zu Hause stehen, aber das ist eine Dimension an Smoker, die ist wirklich unglaublich. Genau. Wie viel passt da rein insgesamt? Da passen so um die 200 Kilo Fleisch rein. Oh. 200 Kilo? Bright, genau. Also da passt ein Mensch rein. Rotationssmoker. Da passt eigentlich ein Mensch rein, wenn man so will. Ist so eine Sauna mit Geschmack oder was? Jetzt haben wir das meiste ist heute früh schon geräuchert worden. Aber für euch habe ich natürlich noch ein paar Beefrips. Die kommen gleich angeflogen hier. Das ist das große Räucherkarussell. Naja, genau. Wie oft läuft der auf Volllast in der Woche? Ja, jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Ja. Also dazu müssen wir sagen, wir sind jetzt auch relativ spät hier. Die Räucheraktion ist heute schon durchgegangen, ne? Wann gehen die immer runter? Und wenn sie drin sind, was, Beefrips, 16 Stunden oder was? Ja, genau, so in der Art. Echt, in der Größe, 12 bis 16. Okay. Und da kommen sie schon. Jawohl. Das sieht auf jeden Fall fantastisch aus, was man da sehen kann. Genau, kann ich euch gleich mal anschneiden ein bisschen. Werden halt schön noch geglazed dann und unter Oberhitze noch mal schön karamellisiert. Geiles Fleisch aus der Prignitz, direkt von unserem Bauern, mit dem arbeiten wir seit 7 Jahren zusammen. Okay. Grüße an Oli, unserem Bauern Svenny. Ja. Und geiles Limousin-Lent. Und also regional ist da auch wichtig für euch, ja? Regional ist wichtig, auf jeden Fall. Okay. Kurze Wege, kurze Transportwege. Das ist immer am besten. Gute Qualität. So, ich schneide euch gleich mal was an hier. Boah, es riecht schon richtig nach Smoke. So, mein Lieben. Nehmen wir uns mal ein Stückchen hier. Oh, Backe. Ja. Schnell mal schön in der Mitte durch.
natürlich ein bisschen Fett mit dran. Ne? Wer das nicht mag, kann sich das wegmachen. Aber das gehört beim Räuchern dazu. Und dann seht ihr schon, das zerfällt eigentlich so. Also so müssen gute Beef Ribs auf jeden Fall aussehen. Okay. Darf ich mir da mal ein Stückchen von klauen an der Seite? Ja, glaube ich. Das riecht schon mal fantastisch. Ja. Wirklich. Okay. Butterzart. Und du hast das Raucharoma drin. Und besser kann ich es zu Hause auch nicht machen. Ich habe meistens nicht mal die Zeit. Beef Ribs sind bei mir so drauf, 6 bis 8 Stunden in der Regel. Da komme ich aber auch nicht auf die, auf diese Softheit, auf diesen Schmelz, den es jetzt bei dir hat. Guckt euch das an. Oh, das ist Himmel, Freunde. Oh, 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 oh. Also ich bleib gleich in der Küche, ja, Dicker? War echt nett mit euch. Ne? Oh, ich freue mich so auf das Essen. Riecht doch. Lese ich euch die nochmal. Ich möchte nicht in der Küche stehen, sonst muss ich hier bleiben. Ich muss essen, Dicker. Machen wir. Bereiten wir euch zu jetzt. Oh, bist du geil. Oh. Oh, geil. Und das von ihm, ne? Also ich hatte ja ein bisschen Bedenken, hatte ich, weil wir wissen, hier ist... Der kritischste Mann im Food-Bereich, glaube ich, den ich jemals gesehen habe. Was ich sehr gut finde, weil da kommt immer die ehrliche Meinung. Aber wenn er sagt, es ist gut, dann bin ich sehr zufrieden. Also ich habe jetzt schon Angst, wenn du zu mir kommst, glaube ich. Oh Gott, ich stinke jetzt schon ab. Aber also du hast gesagt Würstchen, was Würstchen und... Allgemein, mit Fleisch macht man bei mir nichts falsch. Naja, das kriegen wir hin. Würstchen und Chicken Wings gar nicht. Würstchen, Chicken Wings geht immer. Wir schauen mal. Beef Tartar für die Burger sozusagen. Okay. Unser gehacktes, auch vom Bauern. Und ein schönes Hüftsteak, damit machen wir das Philly Cheese Steak Sandwich. Geil. Und ja, würde ich einfach mal jetzt zubereiten. Jetzt kommt er mit der Vorspeise, oder? Ja, das war die Vorspeise. Die Vorspeise, genau. Fangen wir mal ein bisschen platt. Warte, das lass ruhig in der Mitte. Guckt euch diese Pommes an. So. Haben wir die selbstgemachten Fries, Ketchup, Mayo normal. Der Chipotle-Dip aus geräucherten Jalapenos, bisschen Limettenabrieb, geräucherten Jalapenos und bisschen Honig verfeinert. Sour Cream Barbecue Soße. Geil. Das ist für dich, Bobby, mein Lieber. Dann haben wir Spare Ribs, Corn Dogs, Pastrami Sandwich und Wings. Nicht so scharf. Vielen Dank. Ich bin nämlich so der nicht so scharfe Typ. Ne? Hier ist der scharfe Typ. Also. Ja, ich glaube, mein Magen. Plättchen. Das ist ein bisschen größer, aber ihr teilt ja brüderlich nämlich an. Ja, Schwede. Dann haben wir einmal Cheese Steak Sandwich, die Beef Ribs daneben, Chicken Wings Hot. Dann haben wir da das Pastrami Sandwich nochmal und den Beef Burger. Geil. Und scharfe Soße neben dem Burger, Barbecue Soße da. Lasst es euch mal schmecken. Oh, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Dicker. Also erstmal ein paar Pommes mit der geilen Jalapenos-Soße. Oh, die ist ehrlich. Ich bin bei Jalapeno raus. Ich gehe mal auf die. Falls ihr doch was braucht, haben wir hier was. Oh. Lasst es euch erstmal schmecken. Ich bin schon von den Pommes begeistert. Von dieser geilen, scharfen Jalapeno-Soße. Ich glaube, hier können wir reinbeißen, was wir wollen. Wir wollen was machen. Ich starte hier mal mit so einem Corn Dog. Gönn dir. Und guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Ich weiß, es ist schon ein bisschen dunkel hier heute. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also wenn ich es nicht zu Hause mache, dann ist es hier. Ist das geil. Hier ist auch so eine Chili-Soße noch drauf. Für mich eigentlich schon fast zu scharf, aber rundet diese Geschichte noch komplett ab. Barbecuing. Oh, 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 guck dir das mal. Was hast du, Flügel? Mhm. Also butterzart, super saftig. Sehr, sehr saftig und zart. Oh ja, und gerade bei Wings, man denkt immer, das ist so einfach, aber tatsächlich ist für mich Wings auch schon Königsdisziplin auf dem Grill, dass du die so hinkriegst, dass sie nicht trocken werden, sondern diesen Glaze hier haben und fällt ja vom Knochen. Die lösen, ja, die, es ist... Mhm.
deine Zuschauer tun mir eigentlich noch fast mehr leid als meine. Ne? Also die müssen sich ja nur angucken. Ich grill ja wenigstens noch zwischendurch, du isst ja nur. Wow. Beste Job der Welt. Beste Job der Welt. Also ich kann wirklich sagen, ich habe noch nie so eine Gang Wings gegessen. Das war mal ein Ritterschlag von dir. Also die Wings sind wirklich gut. Corn Dog ist gut. Eine ganz andere Geschmacksrichtung. Da muss ich ihn auf jeden Fall mal fragen, wie er die macht. Die muss ich auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Die Wings, erstmal mit der Soße und diese Corn Dogs. Ich habe halt viel Probleme mit Frittieren immer. Ja. Das ist auch nicht so einfach. Da auf die. Das Frittieren ist schon wieder ein anderer Sport. Eigentlich. Aber wir werden im Winter auch noch ein paar Fritteusen-Videos rausbringen. Ich habe nämlich noch so eine tolle Fritteuse zu Hause, die ich endlich mal richtig benutzen möchte. Und da werde ich so eine Corn Dogs hier auf jeden Fall auf dem Schirm haben. So, ich probiere mich mal durch das Sandwich hier durch. Was hat er gesagt? Das ist Pastrami? Ja. Pastrami. Oh ja. Karamellisierte Zwiebeln. Also das kann er. Die Frische finde ich geil. Ja. Er macht das ein bisschen anders als die anderen. Oft kriegt man Pastrami warm serviert. Mhm. In dem Fall ist es ein kaltes Pastrami. Richtig. Aber in dieser Kombination mit dieser, da ist auch so ein bisschen scharfe Soße drauf, ne? Die Zwiebeln. Auch so Honig-Senf, glaube ich. Also, bei mir ist es Honig-Senf. Ja? Mhm. Also verkehrt macht er nichts. Mhm. Ich bin froh, dass ich nicht zu viel versprochen habe. Oh, da kann man nicht reinlegen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier ordentlich durchschlemmen durch die ganze Geschichte. Ne? Und so, ich probiere mal an deiner Stelle die Beef Ribs. Nee. Und das sind ja Schweinerippchen. Schweinerippchen, ja. Oh, guck mal. Also erstmal geht das ordentlich auseinander. Und so, Freunde, sollen Rippchen aussehen. Das ist Fall of the Bone. Das heißt, also Knochen ist sauber. Smoke Ring ist da. Habt ihr erzählt. Ich habe gestern erst Rippchen selber gemacht. Ja, ich würde sagen, er kann sich mit mir messen. Nein, das ist also wirklich ein sehr, sehr gutes Rippchen. Und man muss immer noch bedenken, auf der Gastro-Schiene ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du es zu Hause machst. Klar. Ich habe viel mehr Zeit, mich noch darum zu kümmern. Und er muss ja auch abliefern irgendwann. Aber das ist genial. Ich gehe mal rüber für den Cheese. Aber das ist Barbecue. Essen mit dem Finger. Ordentlich. Das ist eine Sauerei, oder? Das ist aber geil. Ja? Ich bin begeistert. Pervers. Wirklich pervers. Essen macht glücklich, Freunde. Ja? Dann muss man den Krautsalat probieren. Krautsalat ist auch immer so eine Geschichte. Viele machen den sehr, sehr essiglastig. Soll er ja auch sein. Aber es gibt so gewisse Nuancen, wo sich das dann überschlägt quasi. Und der ist wir haben noch ein kleines puristisch. Ein bisschen was Beilagemäßiges hier. Haben wir da noch Mac and Cheese. Oh, oh, oh. Yes. Oh, Königsklasse. Cheers, mein Lieber. Das schmeckt. Oh, oh. Okay. Probier mal. Ja, gönn dir. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh. Eine Sache. Oh, Papa, auf. Ist heiß. Oh, Mac and Cheese, Klassiker. In dem Fall würde ich jetzt sagen, nicht überwürzt, sehr klassisch käsig in der Kombination. Das läuft. Also ganz ehrlich, Hammer. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Und ihr wisst, er erzählt keine Scheiße. Wenn es dir nicht schmeckt, ich schwöre, das sind die besten Mac and Cheese, die ich je hatte. Ja? Ich schwöre es. Ich habe schon geile gegessen. Aber die toppen noch mal alles. Oh, das freut mich sehr. Wenn ich dir endlich mal, also wenn selbst ich dir mal was zeigen konnte, was sehr empfehlenswert ist hier. Empfehlenswert, das ist der goldene Tipp, der absolute. Boah, Blackbeards kann was. Diese Mac and Cheese sind ja ein. Oh, kann ich mich reinlegen? So, soll ich das machen? Und Marco. Schmeckt's dir, mein Lieber. Das ist unglaublich. Wir noch was zum Unterspielen. Unglaublich. Ey, wir müssen fast sagen, du hast dich heute fast selber übertroffen, glaube ich. Ist wirklich. Ey, diese Jalapeno-Soße, ja? Oh. Ich habe schon gesagt, ich brauche von dir Rezepte. Ich brauche Pastrami-Rezept. Definitiv. Und mit dieser Soße. Und ich brauche auch noch mal, ich muss mal noch mal bei dir in die Küche gucken, wie du die Chicken Wings machst. Lass uns wissen. Da. Ist das krass. Absolute Champions League. Das Level für mich wird jetzt immer höher, ne? Aber ich möchte jetzt gar nicht mehr, dass du zu mir kommst. Jetzt muss ich mich auch noch daran messen. Oh, verdammt. Würstchen haben wir gesagt. Wir machen Würstchen. Da Würstchen. Kann ich nicht viel falsch machen. Das ist geil. Das ist einfach geil. Ja, selbst die Pommes sind so krass. Also, der hat sich hier echt Gedanken gemacht. Das Wohlfühlessen, oder? Das ist. Also, ich sag mal, ihr könnt da, wenn ihr so eine Platte bekommt, braucht ihr eine Stunde nicht zu quatschen. Richtig. Ihr sitzt einfach da und genießt das. In so viel Variationen, in so viel Geschmäckern. Die auf dem Teller zusammenkommen. Richtig. Alles ist Barbecue, alles verbindet sich miteinander.
das Liebe. Ich kann es nicht oft genug sagen. Barbecue ist Liebe. Man schmeckt auf jeden Fall die Mühe, die sich da rein, also die er sich gegeben hat dafür. Auf jeden Fall. Die ganze Arbeit, die ganze Zeit hier, 15, 16 Stunden auf dem Smoker. Auf jeden Fall. Die Soße dazu. Es verbindet sich ja. Wir reden das Ding jetzt hier nur gut, wa? Aber es ist einfach, da kannst du ja nichts sagen. Kannst gar nichts meckern. Passt alles. Location passt. Geheimtipp, Freunde. Das ist wirklich ein Geheimtipp. So abgelegen wie das Ding ist, ist das der absolute Geheimtipp in Berlin. Also, ich danke dir vom Herzen für diese Empfehlung. Das habe ich sehr gerne gemacht. Also, wie gesagt, als ich das mal probiert habe, da hatten die nur, habe ich ja nicht alles probiert. Ein bisschen Beef, das war Mac and Cheese hatten die auch, kleine Portion. Aber das, ich bin begeistert. Einer der geilsten Läden in Berlin, definitiv. Ich kriege gar nicht mehr genug von dieser Jalapeno-Soße. Die ist zwar scharf, aber oh, die ist so geil, die Soße. Also, ihr erlebt mich selten sprachlos. Ich bin begeistert. Und der Burger auch vor allem. Oh, der hat abgeliefert. So ein geiles Fleisch. Unglaublich. Auch das Philly Cheesesteak. Richtig Steak-Geschmack. Mit einer geilen Käsesoße. Jalapenos habe ich sogar rausgeschmeckt. Paprika. Das hat richtig nach Steak geschmeckt. So richtig geil. Da können sich viele Läden eine Scheibe von abschneiden. Muss ich wirklich sagen. Dann würde ich sagen, Prost auf Black Beers, oder? Cheers. So, mein Lieben, kleines Dessertchen für euch. Nachtisch, Freunde. Jawohl. Shit. Schöne Brownie Bowl mit Cheesecake. Alter Schwede. Lasst euch mal schmecken. Alter, okay, wie sollen wir das denn jetzt essen, Dicker? Ja, ein bisschen ne? Ich hab den schon. Also, du musst dir auf jeden Fall diesen Cheesecake reinziehen. New York Cheesecake. Und das ist sowas zum mit nach Hause nehmen. Auf die Couch setzen und nie wieder aufstehen, Digga. Also hier ist alles drin, was schmeckt. Das müsste verboten werden. Ich entschuldige mich jetzt schon bei meiner Frau. Ich durfte das nicht essen. Ich durfte nicht. Aber es schmeckt so gut. Oh, krass. Krass. Das Essen war schon so gut. Ich hab mal einen Brownie. Also abschließend würde ich sagen, das war ein würdiger Abschluss, oder? Aber was für einer. Mit diesem Dessert macht da auch nichts verkehrt. Und das passt zum Gesamtbild, würde ich sagen. Definitiv. Das ist geil. Den Laden, den müsst ihr abchecken. Ansonsten, wir sehen uns bestimmt wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, mein Lieber. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bei ihm genauso. Bis zur nächsten Folge. Wir essen noch in Ruhe auf und genießen das hier richtig. Und ja, bis zur nächsten Folge. Peace.